Mein Name ist Dr. Michael Lakatos. Ich arbeite hier am Campus Pirmasens in der angewandten Pharmazie und der angewandten Chemie. Und im Rahmen des hochschulweiten Programms Forschenden Lernens arbeiten wir hier zusammen mit Studierenden, die wir einbinden in unsere Forschungsprojekte. An der Hochschule Kaiserslautern haben die Studierenden die Möglichkeit, selbstständig Experimente im Labor durchzuführen und sich so mit der Laborpraxis vertraut zu machen. Das Ganze ist noch in einen Blended Learning Kurs eingebunden, wo wir Crashkurse in Präsenzphase geben und auf der anderen Seite online zu Hause verschiedene Kurse vertiefen können. Das Besondere an dem Projekt EduNext ist, dass die Studierenden mit terrestrischen Mikroalgen in Kontakt kommen. Die Mikroalgen können während der Photosynthese aus Sonnenlicht und CO2 Zucker herstellen. Im Labor können die Algen unter verschiedenen Bedingungen aufgezogen werden. Wir ziehen die auf, an Luft geführt, sogenannte Emers, deswegen ein immerser Photobioreaktor. Aber wir können sie auch submers, untergetaucht in Wasser, aufziehen. Das Wachstum der Mikroalgen hängt stark von der Lichtintensität ab. Um die Lichtintensität für ein optimales Algenwachstum zu bestimmen, werden die Algen in der Knieseapparatur unter verschiedenen Lichtbedingungen kultiviert. Mit einem Luxmeter wird die Lichtintensität gemessen. Mit dem Lichtmessgerät und dem dazugehörigen Unterwassersensor habe ich die Lichtintensität an den verschiedenen Positionen in der Knieseapparatur gemessen, um somit zu bestimmen, an welcher Position das Wachstum optimal ist. Das optimale Wachstum der Algen ist wichtig, weil auch die Produktion der Inhaltsstoffe von den Wachstumsbedingungen abhängt. Im nächsten Schritt werden aus den geernteten Algen die wirksamen Inhaltsstoffe extrahiert. Aus diesen Algen, die Sie hier zum Beispiel sehen, die wir anzüchten oder auf solchen Ackerplatten anzüchten, extrahieren wir Materialien wie zum Beispiel Wirkstoffe oder diesen blauen Farbstoff Phycocyanin, der zum Beispiel als Lebensmittelfarbstoff in Gummibärchen verwendet wird. Die Studierenden lernen im Laufe des Projekts alle Phasen einer Forschungsarbeit kennen. Ich habe eine Literaturrecherche durchgeführt zu den biologisch aktiven Inhaltsstoffen von Mikroalgen. Die Wirkungen sind sehr vielseitig und erstrecken sich von antibiotisch über immunsuppressiv bis hin zu zytotoxisch. Als besonders interessant hat sich dabei das Phycocyanin herausgestellt, das schon als blauer Farbstoff auf dem Markt ist oder in Lebensmitteln eingesetzt wird. Dieser hat aber auch noch viele weitere Wirkungen, die pharmazeutisch genutzt werden könnten und somit ein großes Potenzial. Das Spannende an diesen terrestrischen Mikroalgen ist, dass sie nicht nur ein sehr breites Spektrum an Wirkstoffen und Wertstoffen aufweisen, sondern dass sie auch als Lebensmittel gegessen werden können. Und so versuchen wir in Forschenden Lernen, die Studierenden schon frühzeitig in unsere Vision mit einzubinden, nämlich in der Stadt der Zukunft, in denen unsere terrestrischen Mikroalgen und die immersen Photobioreaktoren als Fassadenreaktoren neue Agrarflächen in der Stadt realisieren. Der Vorteil an dem Forschenden Lernen ist, dass man schon frühzeitig mit den wissenschaftlichen Arbeiten in Kontakt kommt und kleinere eigene Projekte durchführen kann. Das erleichtert einem nach dem Studium den Einstieg in die Forschung.